Servus, grüß euch am Dreigipfelweg in der idyllischen Gemeinde St. Leonhard im Herzen des Mühlviertels. Der Rundweg mit überwältigender Aussicht startet beim Gemeindezentrum und führt im Uhrzeigersinn Richtung Südwesten. Mit einer Länge von 21 Kilometern und 830 Höhenmetern eignet sich der mittelschwere Rundwanderweg perfekt als Tageswanderung für trittsichere Wanderer. Beeindruckende Felsformationen, kulturelle Sehenswürdigkeiten und interessante Informationen über Klima und Natur warten darauf, von euch entdeckt zu werden. Auf geht's, viel Spaß beim Wandern und Genießen am Dreigipfelweg. Die Zigeunerbuchen ist ein gewaltiger Baum, der in seinen ca. 200 Lebensjahren schon vielen Menschen und Tieren Unterstand geboten hat. Ein paar Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg und auch eine Zeit nachher waren auf dieser alten Straße nach St. Leonhard viele Menschen unterwegs in beiden Richtungen. Das fahrende Volk, wahrscheinlich waren es Leute von der Volksgruppe der Sinti und Roma, haben dann hier für ein paar Tage Unterschlupf gefunden mit ihren Pferdegespannen und den Planwegen. Wir sind jetzt am ersten Gipfel angekommen, dem Herzogreiterberg. Und die beiden Schilder zeigen uns, wohin uns der Dreigipfelweg noch führt. Und wenn man da jetzt durchpeilt, dann sieht man da hinten den zweiten Gipfel, den Rehberg. Der obere Zeiger peilt den Heiderberg an, den dritten Gipfel. Die drei Berge geben dem Dreigipfelweg seinen Namen. Wenn man bei uns in die Landschaft schaut, dann merkt man, dass es sehr, sehr hügelig ist. Dadurch ergeben sich auf dem Dreigipfelweg beeindruckende 830 Höhenmeter. Warum heißen die Weltuntergangsstörner? Ja, für die Störner da existiert ein Foto von 1913. Da hat man da durch nur mit den Heuwagen und mit den Pferdegespannen durchfahren können. Die zwei Findlinge da, die bewegen sich scheinbar aufeinander zu. Wobei sich nur der obere nach unten bewegt, das hat man festgestellt. Ja, und wenn die zwei Felsbrocken einmal zusammenstehen, so sagt die Legende, dann, ja dann geht die Welt unter. Nun darf ich euch ein bisschen was über die Infrastruktur und die Gastronomie entlang des Dreigipfelwegs erzählen. Am Start- und Zielpunkt beim Gemeindezentrum stehen ausreichend Parkflächen, die Tourismusinformation und ein öffentliches WC zur Verfügung. Im Lebensmittelmarkt Nahenfrisch Wurm könnt ihr euch mit Proviant entdecken. Das moderne, gemütliche Café Leonhardis lädt zum Verweilen in entspannter Atmosphäre ein. Kurz des Weges auf der linken Seite bietet das Gästehaus Weitblick die Möglichkeit zu übernachten. Im angrenzenden Moment entdeckt ihr regionale Produkte, Dienstleistungen, selbstgemachte Erzeugnisse und Kunsthandwerk. Auf ungefähr halber Strecke könnt ihr euch dann bei Gassis Heuboden mit einigen Schmankerln oder kurz drauf im Gasthaus Biber mit Jausenvariationen aus der hauseigenen Fleischerei kulinarisch verwöhnen lassen. Das Ziel fast erreicht, wartet schon das Gasthaus Schwarz drauf, bei einer Einkehr die Wanderung nur mit Revue passieren zu lassen oder gleich dort zu übernachten. Entlang vom Dreigipfelweg können an 15 solchen Informationspunkten die Auswirkungen vom Klimawandel auf die Region, auf das Mühlviertel
gelernt werden. Mit einem Audioguide können die ganz einfach am Smartphone gehört werden. Es ist sozusagen ein Lernen in der Natur über die Natur möglich. Klimaschutz ist der Sammelbegriff für Maßnahmen, die der durch den Menschen verursachten Erwärmung entgegenwirken. Mit Partnern aus St. Leonhard, der Liederregion Mühlviertler Alm und dem Energiebezirk Freistadt hat so ein österreichweit einzigartiges Projekt geschaffen werden können, ein einzigartiger Themenweg. Der Heiderberg ist mit 907 Meter die höchste Erhebung von St. Leonhard. Und das Gipfelkreuz da, das wurde 2014 von der neuen Mittelschule St. Leonhard errichtet, in enger Zusammenarbeit mit der Vöst. Und weil der Berg auch am Johannesweg liegt, der auch als Pilgerweg verstanden wird, ist die Idee dabei geboren worden, dass da Steine mit heraufgenommen werden könnten, so wie beim berühmten Jakobsweg zum Gruß de Ferro. Die Steine, die werden von da drüben, vom Bründel, ganz nahe beim Markt St. Leonhard mit aufgenommen. Und da können dann eben Sorgen, Wünsche oder Anliegen oder auch ein Dank draufgeschrieben werden. Da sind wir immer in Salzkammergut wandern gefahren, damit man in die Berge gescheite Touren gehen kann und haben dabei aber eigentlich Stunden im Auto mit der Anreise vergeudet. Und jetzt haben wir mit dem Dreigipfelweg direkt vor der Haustür so einen tollen Wanderweg bekommen, der konditionell auch richtig herausfordernd ist. Ein traumhafter Tagesausflug ist das.